besonderem ASMR-Video, wie ich es jetzt so bezeichnen möchte. Ich möchte euch hier, dem heutigen ASMR-Entspannungsvideo, meine alten gemalten Bilder zeigen. Alle Bilder sind auf Aquarellpapier gemalt worden, auf sehr hochwertigem, nämlich unter anderem diesem. Sie sind eine Mischung aus entweder Acryl oder Aquarell oder Aquarell mit Acrylfarbe. Und wir haben dieses große Format von 42 x 56 cm. Aber wir haben auch ein kleineres Format. Sozusagen die Endzahl, die 8, und das ist dann in meinem Fall
dieses Bild meine ich nur mit Acrylfarbe gemalt zu haben, ohne Aquarell. Ich bin mir aber nicht 100% sicher, aber ich glaube ja, es glänzt. Und dann habe ich noch mit Metallic Stiften oder Markern diese Ringe hier oder diese Linien, diese wellenartigen Linien rangezeichnet. Das ist ein blauer Metallic Stift. Man sieht das metallisch aber nicht so. Und ein silberner. Wenn es immer ein bisschen Farbverläufe gibt, wenn nicht jede Farbe so klar von der anderen abgetrennt oder abgegrenzt ist, wie jetzt bei einem Schachbrettmuster. Ich liebe es, wenn man solche Bereiche hat, wo es von hell nach dunkel geht oder von einer Farbe zur anderen. Wie bei diesem Bild. Hier haben wir sogar ein bisschen Rot mit drin. Größeren und kleineren Netzstrukturen.
sind zum richtigen Jahr schon fast royalblau. Das war unser zweites Bild. Wir haben noch einige vor uns. Das nächste Bild ist tatsächlich mal ein Hochformat. So sieht es aus. Ich lege es jetzt trotzdem mal ins Querformat. Um es einfach der Kamera hier besser anzupassen. Und ich meine, hier habe ich auf jeden Fall eine Kombination aus Aquarell und Acrylfarbe. Das erinnert mich immer so sehr an die, ich verwechsel jedes Mal, ich glaube die 70er, das erinnert mich einfach so extrem an die 70er. Diese Farben und auch diese Formen. So wie manchmal früher Vorhänge ausgesehen haben oder Tapeten. Ja, extrem warm das Bild, also das ist natürlich nicht jedermanns Sache, so orange und ja, das super warme. Heiße Töne, orange, gelb, rot und braun. Hier habe ich ein bisschen getüpfelt. Das ist ein bisschen ein anderes Muster. Kann man das sehen? Ein bisschen Gold habe ich hier reingetüpfelt. Hier sieht man auch wieder den Glanz des Acryl, der Acrylfarbe. Auch hier einfach Muster, ohne etwas Bestimmtes auszusagen. Mir hat es einfach so am besten gefallen. Ich kann aber nicht mal sagen, ob ich es im Hochformat gemalt habe oder ob es am Ende einfach so am schönsten aussah. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Herz. Ich glaube, das habe ich extra so gemacht und deshalb auch hervorgehoben mit dem Gold. Kommen wir zum nächsten Bild. Dieses Bild ist tatsächlich mein absoluter Favorit, aber es ist leider in Mitleidenschaft gezogen worden, als es im Block lag und festgeklebt. Das ist für mich echt sehr frustrierend. Ich dachte, es wäre schon trocken. Aber das war es leider nicht. Und hier sieht man dann diese einzelnen weißen Bereiche, wo der Block, das Deckblatt sozusagen, dann an der Farbe festgeklebt ist drunter mit seiner weißen Oberfläche. Und ich meine, dass hier die Farbe abgekommen ist und nicht, dass das einfach nur weißes Papier ist, das man abkratzen könnte. Ich traue mich da nicht nochmal dran rumzuschaben, weil ich das bei manchen Bildern gemacht habe. Da konnte ich noch tatsächlich das Papier abschaben. Aber hier haben wir doch recht dünne Farbe. Da werde ich zu sehr gleich auf das Papier darunter kommen. Dennoch ein wunderschönes Bild, ein wunderschönes Endergebnis, wie ich finde. Ich weiß nie, wo ich am Ende lande, wenn ich anfange zu malen. Ich male irgendwelche Linien oder wellenförmigen Strukturen und dann erkenne ich beispielsweise vielleicht einen Vogel. Oder ich hatte den Vogel schon vorher im Kopf. Das ist einfach zu lange her. Das kann ich nicht mehr sagen. Und das mag ich auch ganz gerne. Das ist eine Art, finde ich, Giraffenmuster. Und was ich auch liebe, ist, dass ich am Ende nochmal mit der blauen Farbe über das Orange-Gold drüber gegangen bin. Ein sehr schönes, edles Bild, finde ich gerade eben durch das Glänzen wieder. Auch der Bereich ist schön, diese Kombi aus diesem Pink oder Magenta, Gold-Orange. Aber mit dem Kontrast des Vogels, des Blaus. Und dann wie eine Weiterführung dieses Bereiches hier oben, das Orange. Das
schön. Der ist eben auch wie eine Weiterführung dieser blauen Linie nach oben hin für mich. So habe ich es, glaube ich, auch gemalt und gedacht.
abstrakt. Wir haben ja zwei sozusagen Objekte im Bild, wie ich es mal nennen will, diese Kugel, die für mich wie eine Weltkugel ist, als ich es gemalt habe. Und das dazu, das sieht am Ende aus wie eine Zwiebel, ein bisschen, finde ich. Eine Rosenzwiebel. Auf jeden Fall sieht es sehr nach Rose aus hier drin. Vielleicht noch Venus als Planet dazu, wer weiß. Ja, und dann eben harmonisch außenrum die Farben aufgegriffen, die es in den Objekten, in diesen Bereichen eben gibt, mit Grün und wieder mein Markenzeichen, wieder das Gold oder die Metallica Acrylfarbe dabei. Das habe ich auch in etwa mit so einer Art Pinsel hier gemacht und dann
dass ich, ohne es jetzt gleich schon für dich vorzuverurteilen, aber das mag ich am wenigsten. Auch wenn die Farben schön sind. Oder mit am wenigsten. Es ist so sehr chaotisch. An diese Kombi aus diesem dreckigen Orange mit dem Schwarzverlauf mag ich auch nicht so. Aber ja, ich habe es trotzdem aufgehoben. Und das ist wirklich eine sehr abstrakte Arbeit. Da habe ich einfach den Untergrund gemalt und eben in verschiedene Farbbereiche eingeteilt. Und irgendwann habe ich begonnen, bestimmte Bereiche, die für mich visuell zusammenhängend aussahen, miteinander zu verbinden durch Schwarz. Und dann habe ich diese Bereiche nochmal ein bisschen extra hervorgehoben. Und für mich sieht das immer ein bisschen aus wie so ein Drache oder irgendetwas, was so Feuer speit. Hier wie so ein fliegendes Käferlein. Und das sieht immer ein bisschen aus für mich wie ein Löwe. Von den Farben und der Form, aber nicht sehr abstrakt. Das wie irgendwelche fliegenden kleinen Viechleins. Hier unten, das sieht immer für mich aus wie Hasen, die aufrecht stehen oder hocken, als würden sie Ausschau halten und Gefahr wittern oder ja, irgendwas beobachten. Und das hier oben sieht irgendwie aus wie ein verkehrt rumes Tor. Sondern ein bisschen mehr drüben.
Auch hier haben wir wieder diesen hell-dunkel Farbspiel. Wir bleiben in diesem Farbbereich. Nur ein bisschen anders mit mehr Blau und etwas blasser. Und hier haben wir dann auch hauptsächlich Aquarellfarbe. Schwarz ganz gerne drin. Das passt perfekt. Ich finde, das macht das Bild auch nicht dreckig, wie ich es bei dem vorherigen Bild empfunden habe. Ja, das liebe ich. Das ist eins meiner allerliebsten. Zu malen bei Farbverläufen.
Ich freue mich so auf das letzte Bild. Es ist so, so schön geworden. So happy damit. Es wäre tatsächlich auch ein Bild, was ich mir selber aufhängen würde. Denn nur weil man selber Bilder malt, da ist es ja nicht, dass man die sich vom Stil her aufhängen würde. Und ich liebe es, dass wir so gutes Licht hier heute haben. Es ist eine Tageslichtaufnahme. Dadurch wird alles so schön real wiedergegeben. Und nicht durch Ringlight künstlich angestrahlt und von Dunkelheit umgeben. So liebe ich es am meisten. Okay, kommen wir nun zum allerletzten Bild. Ciao.